Ja, guten Morgen zusammen in Hannover. Ich freue mich, dass ich einen kleinen Vortrag zum Besten geben kann. Mein Name ist Bernd Göppert, ich bin Holzbetriebswirt und Schreinermeister. Ich betreue in Baden-Württemberg die Unternehmen und die Bildungseinrichtungen mit den TÜRAK-Cuts. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, das heißt geniale Zeichnungsorganisation. Ich möchte nicht nur ein paar Themen vorstellen, ich möchte auch ein paar Informationen, gerade auch für bestehende Anwender, euch mit nach Hause geben und in die Betriebe geben, dass man auch ein bisschen profitiert von all dem, was man hier sieht. Möchte ich einiges erklären, ein paar Beispiele erklären. Ich starte einfach mal mit meiner Zeichnung, mit meiner Vorgabezeichnung, die ich von einem Architekten bekommen habe. Wir können und möchten natürlich immer so viel wie möglich importieren. Wir möchten nicht immer alles selbst zeichnen und deshalb ist es wichtig, dass wir Daten übernehmen. Das ist jetzt ein Grundriss, den ich bekommen habe, den habe ich importiert. Ich glaube, das war ein DXF oder DWG-Grundriss, den habe ich importiert und verwende ihn einfach weiter. Ich werde ihn ganz zum Schluss auch noch abändern, dass man auch die Änderungen sieht. Der Architekt hat mir neben dem Grundriss auch einen Möbelvorschlag gegeben. Möbel, die wir planen sollten, die sehen ungefähr so aus. Die überarbeiten wir natürlich und werden die Zeichnung strukturieren, organisieren. Diese Darstellung, das sind jetzt die verschiedenen Konstruktionsebenen. Das ist die erste Information, die ich euch mitgeben möchte. Eine Konstruktionsebene ist wie ein Block. Auf mehreren Blättern kann man da zeichnen, Ordnung halten und so dafür sorgen, dass wir tatsächlich einerseits hier sichtbar unsere eigenen Möbel filtern können oder die Möbel vom Architekten filtern können. Gerade diese Organisation der Konstruktionsebene bietet uns die Möglichkeit, die Zeichnungen zentral und effizient zu machen. Pro Kundenprojekt nur eine Zeichnung, selbstverständlich. Dafür sind die Konstruktionsebenen wirklich eine extrem gute Struktur. Als nächstes zeige ich die Klasse. Ich habe hier oben umgeschaltet auf die Klassen. Die Klassen nutzen wir, um dann Möbel zu filtern, zum Beispiel Unterschränke und Hängeschränke oder Abdeckplatten. Alles, was wir filtern, alles, was wir an Klassen haben, an Strukturen haben, können wir später natürlich auch nutzen. Das können wir später selbstverständlich dann eben zur Darstellung, zur Einzelmöbeldarstellung oder zur Gesamtraumplanung gut einsetzen und diese Filter dann mit einem Klick einschalten. Die Klassen würde ich jetzt einfach ganz kurz mal alle Gewerke ausschalten und das gesamte Gebäude ausschalten. Also Klassen können auch genutzt werden für Gewerke, zum Beispiel Decken oder Wände ein- und auszuschalten oder eben Gesamtgebäude ausschalten. Das habe ich jetzt gemacht. Man sieht jetzt nur noch die Möbel, die wir tatsächlich herstellen. Alles andere ist ausgeblendet. Und so haben wir im Prinzip zwei Themen kennengelernt, die Konstruktionsebenen und die Klassen. Dies kann man miteinander auch verzahnt ineinander einsetzen, sodass unsere Zeichnung dann effizient wird. Im nächsten Beispiel geht es um die gesicherten Darstellungen. Das ist jetzt die Zusammenfassung, das ist jetzt die Konsequenz, dass wenn ich mit Konstruktionsebenen und Klassen arbeite, dass ich immer mit dem Doppelklick zum Beispiel in die 3D-Ansicht reinkomme, oder dass ich mit dem Doppelklick vielleicht sogar auch die Wände mal transparent, halbtransparent schalten kann, sodass diese Möbel im Vordergrund stehen. Ich sehe trotzdem noch die Hülle des Gebäudes und die Wände werden eben nicht mehr voll sichtbar angezeigt. Ich kann reinblicken ins Gebäude. Dafür haben wir die gesicherten Darstellungen, die wir dort bedienen und im Prinzip auch individuell konfigurieren können. So, die Anwender unter euch, die werden es kennen. Ich zeige hier die Navigationspalette. Die Navigationspalette werden wir entsprechend mal anders aufstellen, eingliedern. Ich ziehe die verschiedenen Themen übereinander. Gerade auch, ja, wenn ich es gerade sehe, in den Gewerbeschulen zum Beispiel, ist es immer ein Thema, dass die Schüler dann von einer Konstruktionsebene in die Klasse springen. Mit dieser Darstellung der Navigationspalette mit einzelnen Themen übereinander, alles in einer Spalte, habt ihr, glaube ich, eine gute und schnellere Bedienung. Gehört genauso zur Struktur, also nutzt auch diese Struktur, die ich jetzt gezeigt habe. Ich fasse es gerade noch mal kurz zusammen. Das sind die Konstruktionsebenen, wo ich Gewerke,
trennen kann, verschiedene Stockwerke sogar oder eben auch verschiedene Maßstäbe. Das sind die Klassen, wo ich verschiedene Möbeltypen organisieren und ein- und ausblenden kann und natürlich die gesicherten Darstellungen. Als nächstes sehen wir ein Layout. Den Grundriss projiziere ich in ein Layout. Ein Layout ist eine Ausgabemöglichkeit, später als digitale Ausgabemöglichkeit, als PDF oder als anderes CAD-Format ausgeben oder eben einfach zum Drucker schicken. In diesem Layout lasse ich den Gesamtgrundriss Maßstab 1 zu 50 darstellen. Das ist das eine. Ich möchte immer in einem Layout einen Gesamtgrundriss haben, der dem Kunden oder auch der Arbeitsvorbereitung zeigt, wie der Gesamtraum aussieht. Parallel dazu ziehe ich einfach eine Kopie weg und habe dann eine Einzelraumdarstellung. Das ist unser Raum ganz hinten im Eck. Das ist die Arbeitsvorbereitung. Dieser Einzelraum möchte ich allerdings natürlich nicht im Maßstab 1 zu 50, sondern im Maßstab von 1 zu 20 darstellen und die ganzen Gebäudeelemente filtern. Das kann ich jetzt natürlich ganz gut tun, weil ich ja vorher auch schon die Klassen erklärt habe, weil ich die Klassen so definiert habe, dass das Gebäude ausgeblendet werden kann. Diese gesamte Möbelkombination hinten im Eck, die ist nun fertig dargestellt, die zeigt die Gesamtmöbel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann ich auch Einzelmöbel darstellen? Selbstverständlich. Ich habe hier den Grundriss noch einmal als Kopie nach unten gezogen und diese Kopie werde ich genauso wieder mit Sichtbarkeit, mit Klassensichtbarkeit bearbeiten bzw. verändern, sodass zum Schluss natürlich ein Einzelmöbel, da steht so ein Highboard hinten im Eck, dass dieses Highboard tatsächlich als Einzelmöbel auch im Grundriss dargestellt wird. Dafür kann ich eben jetzt auch nachträglich, weil es ein Einzelmöbel ist, die Klassen den Maßstab verändern, sodass der Maßstab in diesem Fall beim Einzelmöbel auf 1 zu 10 definiert ist. Mit dem Maßstab von 1 zu 10 kann man auch ganz gut Detailbemaßungen machen. Das möchte ich im Anschluss noch zeigen. Größerer Maßstab bedeutet natürlich, dass ich viel besser auch Werkstattdetails oder Sonderbemaßungen darstellen kann. Bevor wir das machen, möchte ich eine Vorderansicht haben. Diese Vorderansicht lasse ich darstellen mit nur sichtbaren Kanten. Diese nur sichtbaren Kanten kann ich einblenden über die Informationspalette. Ich zeige das hier einfach noch mal ganz kurz am nächsten Beispiel. Bei der Isometrie habe ich auch entsprechend diese nur sichtbaren Kanten eingestellt. Mein Möbel ist jetzt in drei Perspektiven, in drei Darstellungen, einmal in der Vorderansicht, einmal in der Draufsicht und in der Isometrie. Als nächstes kommt diese Detailbemaßung, die ich schon angekündigt habe. Das Außenmaß selbst möchte ich haben als ergänzendes Maß. Das kann ich auch definieren, wo das abgesetzt wird. Dann vielleicht die Elektrifizierung, die ich dem Kunden oder auch dem Architekten zeigen möchte, wo die genau sitzt, dass das Maß kontrolliert werden kann. Mache ich eine Elektrifizierungsbemaßung von diesen zwei Elektrodosen, sodass diese Positionen klar definiert sind und auch jederzeit kontrolliert werden kann. So, jetzt geht es etwas schneller. Einzelmöbel habe ich gezeigt. Der Bürotisch und die Bürokombination soll auch als Einzelmöbel dargestellt werden. Das habe ich jetzt im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen. Das ist genau der gleiche Vorgang. Interessant ist ja Folgendes. Oben habe ich die Möbelkombination, also alle Möbel zusammen. Auf der linke Seite habe ich das Einzelmöbel Highboard. Auf der rechten Seite habe ich den Schreibtisch als Schreibtischkombination, als Einzeldarstellung. Und jetzt zum Schluss zeige ich was die Ladenbauer unter euch freut wahrscheinlich. Ich habe dort die Möglichkeit, alle Möbel auszublenden, außer die Zukaufteile. Die Zukaufteile möchte ich als gesamte Zusammenstellung sehen. In diesem Fall bei den Zukaufteilen handelt es sich um zwei Schreibtische und eine Beleuchtung, eine Standbeleuchtung für den Arbeitsplatz. Das ist jetzt das erste Layout.
Ich glaube, ich habe das jetzt recht ausführlich gezeigt, in einzelnen Schritten gezeigt, dass auch die Anwender unter euch das gut nachvollziehen können. Soll ein kleines Beispiel sein, wie ihr eure Zeichnung organisiert. Ich hoffe, ihr könnt es so in etwa nachvollziehen und nehmt einfach diese Informationen mit in eure Büros, wendet sie dort an. Ihr werdet sehen, diese Organisation bringt und spart viel Zeit. Nächstes Layout habe ich schon vorbereitet. Da möchte ich nicht noch einmal das insgesamt zeigen, aber die Theke, die wird uns noch mal nachher in einer anderen Art dargestellt und die werde ich in einer anderen Art Ihnen noch mal vorstellen. Die Theke, die soll auch eine Außenbemaßung bekommen, sodass zumindest das Außenmaß auf dem Plan mit drauf ist. Eine automatische Bemaßung zeige ich auch gleich noch. Das, was ich jetzt habe, ist erstmal eine individuelle Bemaßung. Eine Bemaßung, die man selbst definiert. Egal, wo Sie die brauchen, können Sie diese Bemaßungsdetails in jedem Plan mit einfügen. Zum einen natürlich das Außenmaß der Glasplatte, zum anderen das Außenmaß der Thekenoberkante, aber auch der Winkel, diese 12 Grad der Theke sind ja in zwei Richtungen, die Theke sind zwei Richtungen mit 12 Grad schräg und das gibt dann unser Shifterschnitt, den wir konstruiert haben und den wir gleich in der Einzelteilableitung auch sehen werden und die Maße nochmal dort kontrollieren werden. So, insgesamt war das eine Layout-Darstellung für die Theke. Die Theke dürfte jetzt auch soweit aussagekräftig sein. Könnte man natürlich noch ein paar andere Details rausziehen, aber für den ersten Überblick, fürs Verständnis wird es sicher reichen. Ich denke, mit der Gesamtdarstellung sieht man nochmal ganz schön, wir haben einerseits den Gesamtgrundriss, wir haben die Theke im Schnitt und auch den rückwärtigen Einbauschrank. Als nächstes gehen wir auch mal zur Theke hin. Ich zoome mich zur Theke hin. Ich möchte diese Theke nun mal zerlegen in ihre Einzelteile und wie gesagt diese angekündigte automatische Bauteilbemaßung euch zeigen. Auch die Winkel werden dann automatisch erstellt über die Bauteilableitung. Das Werkzeug finden Sie im Bereich Interior-Cut. Über die Bauteilableitung werde ich diese anstoßen und auch wieder im Layout ablegen. Diese Erzeugung der Bauteile geschieht automatisch. Die Bemaßung der Bauteile werden eben auch automatisch generiert. Die Theke hat Beschläge, wie man sieht. Und diese Beschläge möchten wir jetzt ja auch gleich sehen und schauen, ob diese in der Bauteilableitung und später natürlich auch an der CNC auch entsprechend ankommen. Ja, natürlich brauchen Sie nicht unbedingt den CNC. Wenn Sie das jetzt sehen, dann sehen Sie, da sind alle Maße drauf. Die könnten Sie auch manuell zuschneiden, die Platten mit den Gärungsmaßen. Wichtig ist, dass Sie die Winkel haben und dass Sie die Gärungswinkel haben. Die möchte ich etwas vergrößert mal darstellen. Das ist einerseits natürlich die vordere Thekenplatte mit der Elektrifizierung und andererseits beispielsweise diese schräg stehende Seite mit den Gärungsschnitten und mit den Winkeln, die man braucht, um das A manuell zuzuschneiden oder B natürlich, um das an die CNC zu übergeben. Dafür brauchten Sie eigentlich gar keine Bemaßung, das können Sie direkt an die CNC übergeben. Aber es tut ganz gut, gerade so eine Theke mit verschiedenen Schrägschnitten, dass man die insgesamt einmal sieht und auch kontrollieren kann, bevor sie in die Fertigung geht. So, man denkt, man ist fertig, klar. Jeder glaubt, der Plan ist erledigt und man hat keine Änderung mehr, ruft der Architekt an oder der Kunde an, es muss was geändert werden, wer kennt es nicht. Möchte ich zeigen, ich nehme ja jetzt diese Wand des Architekten, verlängere die nachträglich und zwar, die muss etwas länger sein, dass der Kunde nicht zeitlich in die Theke hineinblicken kann. Die muss deshalb verlängert werden um einen Meter. Diesen Punkt um die Verlängerung, das ist bis zur Thekenmitte, soll die verlängert werden, den hole ich mir ab. So einen Hilfspunkt kriege ich dann automatisch. So, was passiert? Spannende Frage jetzt natürlich in unserem Layout. Da ist der rote Rahmen. Nach dem Aktualisieren oder nach dem Ausdrucken wird es automatisch aktualisiert. Sieht man, dass diese Wand hier auch im Schnitt, im Thekenschnitt vorhanden ist. Auch hier im Grundriss sieht man, dass beim Schnitt selbst
die Wand nach vorne durchgeht. Das heißt, diese Änderung wird natürlich automatisch im Layout sich vervollständigen. Er zeichnet alles nur einmal, bildet das mehrmals im Layout ab und somit hat man dann eine schöne durchgängige Zeichnung. Ich glaube, diese Organisation ist notwendig. Diese Organisation möchte ich euch einfach auch so in dieser Reihenfolge mit auf den Weg geben. Viele von euch nutzen natürlich diese ganzen Organisationsmöglichkeiten bereits. Andere haben jetzt vielleicht die ein oder andere Idee noch mitbekommen. Probiert es aus und gerne auch irgendwann mal eine kurze Rückmeldung geben, wie weit, dass Sie da inzwischen dann klargekommen sind und wie das geklappt hat. Zwischenzeitlich möchte ich eine weitere Funktion zeigen. Wir haben jetzt 3-4 Pläne erstellt, 3-4 Layouts. Wir möchten die Layouts ausgeben in Richtung Arbeitsvorbereitung oder auch in Richtung Kunden, in Richtung Architekt. Dazu gibt es bei uns den Befehl Duplizieren, der läuft schon im Hintergrund. Mit Duplizieren kann ich die Layouts, die ich vorhin nacheinander erstellt habe, in ein PDF exportieren, also einen Gesamtplan exportieren. Das PDF wird jetzt gerade generiert und auch gleich auf dem Bildschirm dargestellt. Einerseits gibt es die Perspektive in die Theke, in den Raum hinein, also die Theke mit fotorealistischer Darstellung. Andererseits die Theke mit den Einzelbauteilen. Hatte ich ja gezeigt, wie das geht. Dann die Einzelmöbel selbst, das Einzelmöbel, das Highboard, was ich vorher gezeigt habe, darf natürlich nicht fehlen. Es ist ein Gesamtplan, es ist ein PDF mit 4 Seiten, alles in einem Abwasch, alles in einem Durchlauf erzeugt. Ich glaube, so sollte ein Plan aussehen. Kleiner Tipp an alle, richtet mal eure Smartphones. Ich werde gleich auch noch eine Präsentation zeigen, wo man einen QR-Code abscannen kann. Richtet mal euer Smartphone. Ich werde dann auch einen QR-Code zeigen, wie man auch Pläne digital dem Kunden übermitteln kann. Da muss man schon gar nicht mehr drucken. Wieso muss ich denn dem Kunden immer alles drucken? Wieso muss ich sie immer als PDF schicken? Es geht natürlich direkt online. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die werde ich gleich zeigen. Ich fange schon mal an. Ich habe einen Grundrissplan mit einer Perspektive. Dort werde ich ein Panorama exportieren. Das dauert jetzt allerdings einen Moment. Dort werde ich ein Panorama exportieren und dieses Panorama dann entsprechend als QR-Code zur Verfügung stellen. Zuerst bekommt es einen Namen. Dann werde ich jetzt hier nochmal die Einstellungen vornehmen, dass dieses Objekt auch auf dem Plan abgelegt wird. So, und jetzt schnell beschleunigt. Ich lasse das jetzt im Schnelldurchlauf laufen. Das kann auch mal 10 Minuten oder Viertelstunde dauern oder auch etwas länger oder kürzer, je nachdem, wie groß das eure Zeichnungen sind. Lass es einfach mal im Schnelldurchlauf durchlaufen und ich zeige euch in der Zeit schon mal einen Grundriss, eine gesamte Gewerbehalle mit verschiedenen, jetzt ist es sogar vergrößert, mit verschiedenen QR-Codes. Die können jetzt gescannt werden, könnt ihr mal schauen, ob da was ankommt auf dem Handy. Also Gesamtgrundriss hier, Büro Süd, Lager Süd, Warenannahme, nochmal vergrößert, um das besser abscannen zu können auf der Messe. Tut es eigentlich ganz gut, wenn man nicht genau zielen muss. Vielleicht kommt was an. Das ist also eine Raumplanung, die wir digital übergeben können. In der Zwischenzeit ist mein Rendering, mein Durchlauf fertig. Das haben wir jetzt gut überbrückt, würde ich sagen. Und jetzt sind wir ja gespannt, was wir für eine Raumdarstellung für unseren Grundriss und für unsere Büroplanung bekommen. Hat es geklappt? Super. Was wir da für eine Perspektive, für einen QR-Code und für ein Panorama bekommen. Ich erzeuge zuerst mal das Objekt. Das Objekt werde ich jetzt so einstellen, dass es als QR abgebildet wird, dass es als QR sichtbar ist. Jetzt zoome ich mich einfach etwas größer dahin, dass Sie es nochmal abscannen können. Das ist jetzt unser Raum, das ist unsere Theke, die ich vorher gezeigt habe. Dieses Mal digital und eben nicht als PDF in Papierform oder als Druckausgabe. Ja, ich bin soweit durch. Ich habe, glaube ich, doch auch einiges gezeigt. Ich hoffe, Sie können so viel wie möglich behalten. Ich bin gerne da und Sie können mich ansprechen, wenn es Fragen gibt. Kommen Sie kurz zu mir nach vorne. Ich würde mich freuen, wenn wir ein kurzes Gespräch haben. Unsere Kollegen mit an den Ständen sind natürlich auch gerne bereit. Kommen Sie kurz zu uns. Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass Sie so lange stehen geblieben sind. Freue ich mich sehr und guten Messenerfolg. Bis dann.